liebe Kulturlose und Zuhausegebliebene. Das hier ist ein Auszug aus dem Rollator-Magazin Nürnberg. Der Artikel trägt den Titel »Der Mann, der König sein wollte«. Als Türke in Nürnberg aufzuwachsen, war alles andere als einfach. Deutscher zu sein, fühlt sich aber auch nicht viel besser an. Ich kann mich noch genau an diese eine Pause während meiner Grundschulzeit erinnern. Der Schulhausmeister bot wie üblich Kakao, Bananenmilch und Brezeln zu schlanken Preisen an. Keine Ahnung, ob er das im Auftrag der Schule oder auf eigene Rechnung tat. In der besagten Pause stand jedenfalls ein mir unbekannter Herr neben unserem Schulhausmeister. Missmutig und mit hochrotem Kopf beobachtete er die tumultartigen Zustände. Dann begann er zu brüllen. »Ruhe jetzt! Alles schön in einer Reihe stellen, sonst gibt's ein Donnerwetter!« Ich versuchte, seinem Befehl brav Folge zu leisten, als er hinzufügte: »Und natürlich erst die Deutschen und dann die Kanaken!« Heute würde man so einen Typen zur Sau machen, aber damals wartete ich tatsächlich, bis alle deutschen Kids an der Reihe waren, um mich dann ganz weit hinten anzustellen. Für mich wirkte der Spruch des Rotköpfigen zwar seltsam, aber aus den falschen Gründen. In der Türkei würde man nämlich darauf bestehen, dass sich die Gäste an den Anfang der Schlange stellen. Schließlich behandeln Türken ihre Gäste wie Könige. Ich war ja wiederum in Deutschland zu Gast und hätte deshalb erwartet, ebenso königlich behandelt zu werden. Den Begriff Kanake hielt ich jedoch für völlig unproblematisch. Das war einfach ein beliebtes Synonym, das ich täglich zu hören bekam. Als sich meine Grundschulzeit ihrem Ende zuneigte, saßen Eltern und Lehrer zusammen, um meine weitere Ausbildung zu diskutieren. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich an der Montessori-Schule unterrichtet werde, doch mein Vater hielt das Gymnasium für eine bessere Wahl. Ich mache natürlich nur Spaß. Meine Eltern interessierten sich einen Scheißdreck für das deutsche Schulsystem, außerdem gab es noch gar keine Montessori-Schulen. Für meinen Vater war es eigentlich nur wichtig, dass ich kein Schweinefleisch esse. Glücklicherweise war ihm die Existenz türkischsprachiger Schulklassen unbekannt, sonst müsste ich heute wahrscheinlich in Fürth Gebrauchtwagen verkaufen. Die Hauptschule empfand ich als sehr unangenehm. Für die deutschen Mitschüler war ich ein Kümmeltürke und meine Landsleute grenzten mich aus, weil ich nicht am türkischsprachigen Unterricht teilnahm. Im Laufe der Jahre verkümmerten deshalb meine muttersprachlichen Fähigkeiten. Irgendwann musste ich sogar aufhören, meinen Döner auf Türkisch zu bestellen, weil ich immer gefragt wurde: »Kollege, wo hast du die Türkisch gelernt?« Statt den peinlichen Irrtum aufzuklären, log ich immer: »Mein bester Kumpel ist Türke und hat mir einiges beigebracht.« Noch schlimmer war es im türkischen Konsulat. Jeder Besuch dieser hässlichen Einrichtung fühlte sich wie eine Demütigung an. Ich wurde immer wieder aufs Neue belehrt. Was bist du für ein Türke, wenn du nicht mal deine eigene Muttersprache beherrschst? Ich hatte deshalb nur ein Ziel vor Augen: Deutscher zu werden. Leider wollten mich die Türken nicht gehen lassen. Man verweigerte mir die entsprechenden Dokumente mit der Begründung: Du musst erst deinen Wehrdienst absolvieren, oder bist du dir etwa zu fein, für dein Land zu kämpfen? Da ich keinen Bock darauf hatte, im Nordirak kurdische Rebellen zu jagen, musste ich weitere 20 Jahre als Mensch zweiter Klasse leben. 2008 saß ich mal wieder im Konsulat, um meinen türkischen Pass zu verlängern. Ein notwendiges Übel, denn nur mit einem gültigen Pass konnte ich im Ausländeramt Nürnberg eine Verlängerung meiner Aufenthaltsberechtigung erbetteln. Einmal geriet ich mit abgelaufenem Pass in eine Polizeikontrolle. »Ihr Pass ist abgelaufen und somit auch Ihre Aufenthaltsberechtigung. Sie halten sich illegal in Deutschland auf.« Ich befürchtete, in die Türkei abgeschoben zu werden, doch glücklicherweise blieb es bei einer Geldstrafe in Höhe von 1.150 Mark. Jedenfalls saß ich erneut im türkischen Konsulat. Aus heiterem Himmel fragte mich der Sachbearbeiter: »Du warst zuletzt vor über 20 Jahren in der Türkei. Warum wirst du nicht einfach Deutscher?« Statt mich zu demütigen, machte der Typ tatsächlich einen sinnvollen Vorschlag. Das erschütterte mich geradezu. Zuerst hielt ich es sogar für einen grausamen Witz. Aber keine 6 Monate später spazierte ich mit meinem deutschen Personalausweis aus dem Einwohneramt Nürnberg. Ich fühlte mich wie ein Gott, zumindest für einige Minuten. Dann musste ich schmerzlich feststellen, dass die Macht des deutschen Mannes längst zerbröckelt war. Asoziale Kanaken waren plötzlich hip und wurden sogar von den deutschen Kids imitiert.
Mein Leben lang wollte ich der überlegenen deutschen Rasse angehören. Und dabei bemerkte ich gar nicht, dass diese nicht mehr existierte. Die Deutschen waren schon längst zu einem sehr bescheidenen und weltoffenen Volk mutiert. So einfach wollte ich aber nicht aufgeben. Es musste doch noch irgendeine elitäre Gruppierung existieren, die sich für etwas Besseres hält. Glücklicherweise stieß ich auf die Goho-Bewegung. Dabei handelt es sich um besonders kreative und soziale Menschen, die im Stadtteil Gostenhof wohnen. Sie grenzen sich mit Goho-Shirts von ihren Mitmenschen ab und treiben die Mietpreise in die Höhe, um Untermenschen aus ihrem bunten Viertel zu vertreiben. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, darf man zwar nicht mehr sagen, aber ich bin stolz, aus Goho zu sein, ist ja fast dasselbe und gesellschaftlich akzeptiert. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, diesem erlesenen Kreis anzugehören. Es gibt zwar noch ein paar Hungerleider und Sozialschmarotzer in unserem Viertel, aber die kriegen wir schon noch los. Versprochen.